Das kann ich nicht. Okay. Ah, jetzt muss ich da runterfallen. Eine Fernkampfwaffe wäre halt jetzt schon besser. Beta-Krieger-Konstruktor-Horn. Ja. Warum bin ich in diesen... Ah, ich wollte ihn anvisieren und habe das pure Pad genommen. Verdammt. Fuck. Bin gespannt. Morgen gehe ich ja an die Schweizer Gamescom. Und bin sehr gespannt, wie... wie es ist und wie die Leute... Ich glaube, das wird... es wird dann wieder irgendwie mega viel von Zelda gesprochen. 100%. Ja, es wird cool. Ernst jetzt. Er hat mich runtergeschubst. Er hat mich runtergeschubst. Ja, chill, chill, chill. Ha!
Okay. Nimmst du mir was mit, Ghostbella? Hä, warum bin ich hier hinten nicht schauen gegangen? Er hat ein Schild! Oder beziehungsweise er benutzt es. Sehr gut. Ich nehme alles, was du auch nimmst. Ah, ne. Noch nicht? Okay. Fehlt mir noch ein Schlüssel. Kugel. Das sieht aus wie das Flug. Flugabschubsrampe. Ich habe aber noch nichts. Ah, hier drin kann ich gar nicht. Nee. Okay, Ventilatoren, doch eine Abschussrichtung. Abschussvorrichtung, aber da muss ich das hier rein tun. Irgendwo übersehe ich was. Vielleicht habe ich eine Kugel unten, welche ich hochbringen müsste und gerade nicht. Ah ja, klar, da drin. Aber dann fehlt mir der Schlüssel. Außer ich habe den. Nein, ich habe den nicht. Wo ist der Schlüssel? Müsste ja hier sein, weil weiter zurück kann ich ja aktuell nicht mehr.
Was ist das hier? Da unten ist was. Ich muss runter. Nur wie komme ich runter? Alles gut, alles gut. Hast du diesen Schein schon gemacht? Ah, nee! Einfach nur reinlaufen. Oh, come on. Oh mein Gott. Das ist rein magisch, ja. Yeah. Man muss einfach nur reinlaufen. Ah. Kleine Schlüssel. Okay, das habe ich nicht gedacht, dass das... Ich dachte, der macht mir Schaden, dieser Laser. Und nicht, dass der mich runterschießt. So. Noch ein relativ langer Schrein. Jetzt das wieder rausnehmen, als dann da hinten rein tun möchte. Nee, oder? Weißt du was, du fliegst mal ohne mich. Das ist alles. Das sollte mich eigentlich nur hier hinbringen, noch zurückbringen. Obwohl ich ja ein Parasegel habe. Aber ja. Relativ langer Schrein. Ich finde das noch cool mit dem Reverse Audio. Wenn ja, die Stimmung von diesem Reverse Audio ist richtig geil. Okay, weiter geht es in die geradeaus Richtung. Hier ist ein Stall. Stall des Schneelandes. Das möchte ich gerade noch nicht mit euch reden. Bin auf Mission.
Gibt es Epona? Wirklich Epona? Okay, das ist ein Schrein. Habe ich den markiert? Glaube nicht. Ist ja hier unten. Da wo ich hin muss. Oh. Gar nicht gecheckt. Wäre ich fast rüber geflogen. Ich muss ja hier. Runter. Vergessener Tempel, Tabanta-Grenzland. Aber was für ein Amiibo braucht man denn für zum Freischalten? Ich habe den Yoshi. Weiter runter. Oder rein. Aha, aha. Ah, ja, da unten. Ui. Impa! Du bist Link. Ich hatte gehört, die Prinzessin Zelda vermisst wird und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen. Aber wo ist die Prinzessin? Man weiß immer noch nicht, wo sie Prinzessin Zelda befindet, sagst du? Wenn das stimmt, dann könnte die unsere Geoglyphenforschung vielleicht nützlich sein, Link. Impa? Ist die noch ein Stockwerk unten? Glaube ich bin falsch. Also diese Maulwurf-Taktik finde ich geil. Oha, ich bin jetzt komplett nach oben. Okay. Also normal ist mal vom Haupteingang vielleicht besser. Da ist der. Na da. Nee. Hö? Ein Esel? Mit Hut? Check's gerade nicht, Chat. Wo ist die genau? Wie meinst du einfach reingehen? Aber der Punkt ist doch da, er muss doch zum Punkt. Rein in den Tempel. Okay. Okay. Ich mache mir jetzt schließlich mir jetzt nicht, warum. Trust me. Absolut. Eine Wildbeere. Noch ein Bockbogen. Und das hier. Also, dann machen wir doch mal einen auf lustig. Habe ich noch? Ja.
Der ist stärker. Los! Hä? Ah, jetzt. Geilo. Nein, ausgewichen. Und der Ding, der Spuk ist vorbei. Das ist so geil. Diese Verwirrblume ist super. Und das ist nicht super. Ich gehe immer in eine falsche Taste rein. Affentasche ist voll. Also ich finde es nicht auch mega geil. Ich finde es richtig eine geile Fähigkeit, muss ich sagen. Ich möchte am besten, am liebsten möchte ich ganz viel von denen haben. Sag doch nicht sowas! Ich lauf mir nicht hinterher. Ob das jetzt da runterschmeißen? Ich werfe einen Stein. Halt einfach zu viel braten. Ah nein, das ist ja nur einmalig. Mann!
wollte jetzt nicht unbedingt. Das verbraten. Und zack, habe ich es verbraten. Mein Essen. Da hat's Würmchen unten. Geile Fähigkeit. Ah. Hier versteckst du dich, Impa. Impa, Impa. Wie ist sie an denen vorbeigekommen? Ich weiß noch, bei Breath of the Wild war das hier sehr ein schwieriger Ort. Ah, da ist sie. Haben wir zuerst den Schrein. Fucking Impa, das Schnips und alle fallen um. Ja, okay. Wenn wir davon... wo war sie das erste Mal in Groß? Twilight? Ja, ich glaube Twilight Princess, oder? Sie ist schon stark von dem her. Dankeschön. Ist es das erste Mal mit Skyward Sword gewesen? Nein, nein, nein. Okay, ich dachte Twilight. Aber kann sein. Feuer. Hat der Teil ein Imper? Ich dachte, ja. Habe ich falsch in Erinnerung? Twilight Princess, hatte die eine Impa, Robert? Ah, das ist Metall. Gab's keine? Okay.
Okay. Kann mich täuschen. Okay, dann habe ich sie irgendwo anders. Einmal das muss so sein, dass man wegkommt. Also, das muss mal so sein. Das hier. Nee. Also, und das hier so. Mir fehlt eine Achse. Für meinen Geschmack fehlt mir eine Achse zum Drehen, weil man muss immer so drehen, dann kippen, dann drehen, dann kippen. Dann drehen, dann kippen. Wisst ihr, was ich meine? Mir fehlt wie eine Achse, um das ganze Gebilde. Man kann es nicht ganz so, wie man es denkt, drehen und wenden. Man muss immer so zuerst auf eine Seite und dann kippen, dann wieder drehen, kippen. Ja, man gewöhnt sich sicher dran, denke ich auch. Aber das, was ich im Kopf habe, so. Du möchtest das jetzt so und so machen. Mit dem Drehen beklappt. Nice. Und scheinbar kann man, habe ich gehört, in diesem Spiel die Herzen und die Aussauer bis nach ganz oben bringen, oder? Nicht so wie im Breath of the Wild, richtig? Oh, Link, danke für deine Hilfe mit dem Eislaufballon. Irgendwo in diesem Tempel muss sich etwas befinden, das im Zusammenhang mit den Geoglyphen steht. Ich suche nach... Doch bisher bin ich nicht fündig geworden. Bei der Größe dieser Kammer ist das auch schwierig. Wo kann es nur sein? Keine Ahnung. Lesen wollen. Okay. Ja, ich habe angefangen, Streams zu schauen. Aber nur so weit... Streams, YouTubes. Nur so weit, wie ich selber schon bin. Und dann hat man davon geredet und ich dachte so, aha. Okay, gehen wir da. Oha. Einmal umgestürzt hier. Kann ich dich wieder in...
Elektro, Sonnenflecke. Ha! Das sind die Dinger. Sonnenfleckchen. Eine wilde Pflanze, die an sonnigen Stellen in großer Höhe wächst, kann als Kochzutat deine Herzen wieder auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Let's go. Die brauchen wir. Die brauchen wir definitiv. Der im Rollstuhl. Das Purapad, ein Schwert. Am Schluss hat diese Sachen hier 100%. Ich spoiler schon mal geradeaus. Also eine Vermutung, nicht Spoiler, aber eine Vermutung. Da Zelda ja jetzt zurückgegangen ist in der Zeit, hat sie uns diese Nachrichten hier gesendet. Oh, dieser Raum. Impa, auch wir sollten uns hinabbegeben, um unsere Erkundung aus der Nähe fortzusetzen. 100%, 100%. Ja. Diese Abbildung an den Wänden, können das nicht die Geoglyphen sein? Wie mag das dies alles nur bedeuten? Ich glaube, bei der Abbildung ganz links in der Wand handelt es sich um eine Geoglyphe, die wir als erstes sahen. Und die nächste Abbildung? Laut der Karte auf dem Boden müsste sie sich in der Nähe des Dorfes der Orni wiederfinden. Ah, auch an der anderen werden das abgebildete Geoglyphen scheint in der Karte am Boden verzeichnet zu sein. Ich kann es kaum fassen, dass es einen solchen Ort in diesem Ruin gibt. Es heißt, dass während des Kataklysmus, als Prinzessin Zelda verschwand, in ganz Hyrule Geoglyphen auftauchten. Ich frage mich, wie sie im Zusammenhang mit den Bildern hier stehen. Jetzt ist alle geboten, wir sollten uns umgehend nach diesen anderen Geoglyphen umsehen. Impa, wie wäre es mit einer kleinen Pause? Link, wenn du während deiner Reise auf eine Geoglyphe stößt, solltest du sie sorgfältig studieren. Vielleicht erwarte ich auch bei den anderen Geoglyphen geheimnisvolle Visionen, wie in jene, die du bereits hattest. Es ist durchaus möglich, dass wir mit ihrer Hilfe etwas über den Verbleib von Prinzessin Zelda erfahren könnten. Absolut. Also, da ist der Typ im Rollstuhl. Dann, das haben wir schon gesehen. Purapad. Dann ein Skorpion mit Satellitenschüssel. Kniender Ganondorf. Sonia heißt sie, glaube ich. Eine Träne für eine Träne. Ein Schwert. Irgendein Geist. Normale Träne. Ein Grab. Sie gestorben. Und das Masterschwert. Also nach meiner Meinung nach müssen wir das so suchen. Und ich mache mal. Ich kann ja Fotos machen, oder? Das wäre. Da.